Ah, Söldner. Wahrscheinlich war die Karte hinter ihm her und deswegen treffen wir jetzt auf seinen Söldner oder was ähnliches. Bitte hier. Aber wie kann sich der Varus überhaupt noch Söldner leisten, wenn er so verschuldet ist? Oh, Silberit. Ah, ne, die kämpfen sich doch nicht. Die sind aber offenbar auf seiner Seite. Gut, wo nimmt der Varus die ganzen Leute her? Speichern. Schiff in einer Flasche. Ein Geschenk für Isabella wohl. Jetzt erwarten wir. Du! Voll auf Ideen kommst. Jetzt Mal des Todes. Rachefeldzug. Ermorden. Nein, jetzt macht er sich schon wieder weg, der Wertlose. Zwei Kriegern geht es aber ziemlich gut. Die sterben so gut wie gar nicht weg. Wir können uns auch konzentrieren, einfach nur sehr viel Schaden zu machen. Ja, mein Freund. Spike. Tiefenpilz. Komplexe Truhe. Mit einer hochwertigen Lederrüstung, die nicht schlecht ist, aber unsere ist maßgeblich besser. Eine Truhe. Vorlage Rune Naturabwehr. Geld und Klarnadel. Noch ein Berg. Klar. Da. Ja, noch Platz. Okay, hier haben wir alles. In die Wildnis. Da hinten steht er. Vor allem wird unser Magier praktisch nicht angegriffen, jetzt wo die zwei Krieger benutzen. Wahrscheinlich, weil die es ungefähr schaffen, den ganzen Schlachtfeld abzudecken von dem Bereich der Agro, die erfüllt werden muss. Wir selbst werden auch kaum angegriffen. Ich wusste, irgendjemand von euch würde antanzen. Du da hinten brauchst ein Mal des Todes. Und einen Rachefeldzug. Wie, du teleportierst dich weg? Abschaum. Anders. Verbinde das. Aua. Du hast jetzt mal des Todes raus teleportiert. Das werde ich nicht verzeihen. Ne, Rachfallzug. Ermorden ist dafür gar nicht mehr nötig. Hier, so. Der da hinten möchte ermordet werden. Exakte Schläge. Nein, bist du nicht anders.
Dorf so zu tun. Okay, Speichern war nicht drin. Ist das etwa eine Art, einen alten Freund zu begrüßen? Ihr? Beim Mieder meiner Großmutter, sie hat euch angeheuert? Warum muss so etwas immer mir passieren? Wisst ihr was? Tut es einfach. Spießt meinen Kopf auf einen Speer und bringt ihn dieser verfluchten Elfin. Ich kann nicht mehr. Elfin? Wovon zum Teufel redet ihr da? Ihr wisst es nicht? Macht ihr dann etwa im Auftrag der Kunari Jagd auf mich? Vielleicht. Sie hat es also getan. Diese verfluchte Elfenhexe hat sie mir einfach so auf den Hals gehetzt. Der naheliegendste Dieb war möglicherweise doch ein wenig zu naheliegend. Wer hat's gedacht? Hör zu, ich habe mich wie immer einfach nur um meine Geschäfte gekümmert und urplötzlich versucht, irgendeine Elfin mich umzubringen. Sie hat gesagt, sie habe das Kunari-Pulver und ich sei ihre Rückversicherung. Ich habe ein paar Leibwächter angeheuert und mich aus dem Staub gemacht. Und jetzt seid ihr hier. Großartig. Und diese Elfin? Im Moment sehe ich hier aber niemanden außer euch. Der erste Schritt bei einer Flucht ist es, alle anderen zurückzulassen. Tut mir leid, wenn das lästig für euch ist. Also, wenn ihr etwas Licht ins Dunkel bringen wollt, bitte. Einer meiner Männer ist ihr gefolgt. Die Elfin ist in der Unterstadt. Ich will nur hier weg. Mit meinen toten Wachen. Danke übrigens. Ja, macht der Anfang woanders. Das klingt, als hättet ihr noch einen weiten Weg vor euch. Hoffentlich. Na schön. Vor mir liegt wahrlich eine rosige Zukunft. Und für den Anfang werde ich wohl erstmal ein paar Stiefel verkaufen. Verdammtes Pack von verräterischen, uneingeladenen, verfluchten Hundelords. Gut, ich werde ihn nicht dafür verurteilen, dass er minimal angepisst darüber ist, dass wir... Wir sollten weitergehen. Was für eine Sauerei aus Schlamm und Blut. ...seine gesamten Wachen einfach ermordet haben. Aber Diplomatie scheint ja auch absolut keine Option zu sein. Schutt. Perfekt. Gib her. Oh, ein Tigerauge brauchst du. All unsere Mühen haben sich gelohnt. Höhle. Verlassen wir das Gebiet. Ja, da kommen wir uns ein andermal drum. Schwarzpulver, vielleicht geht die Seitengasse. Hört zu, ich kann nicht gegen die Luft kämpfen. Wenn ihr am Leben bleiben wollt, bleibt ihr draußen. Was geht hier vor, Macon? Hauptmann der Wache, es ist... Ich kann es nicht einmal beschreiben. Ganz ruhig. Lasst euch Zeit. Es gab Berichte über eine Art Dunst, der nach Rost und Erbrochenem gestunken hat. Da war eine Wolke, gefolgt von einem anhaltenden Nebel. Alle, die sich in der Wolke befanden, wurden wahnsinnig. Und die anderen haben sich zu Tode erbrochen. In Ordnung. Bleibt auf eurem Posten. Ab sofort kümmern wir uns darum. Er ist ein guter Mann. Ich glaube ihm, dass es tatsächlich so schlimm ist, wie er sagt. Na komm, was war's so? Hoffentlich hat diese Elfe nicht versucht, genug Pulver herzustellen, um es verkaufen zu können. Für mich klang es nicht so, als wäre sie eine Händlerin. Lasst uns gehen. Ansonsten wäre Evelyn dagegen gewesen. Daran erinnere ich mich aus dem alten Let's Play. Wenn wir alles hätten, alles verarscht hätten. Oh Gott. Wir müssen etwas gegen diesen Nebel tun. Seine Quelle finden. Das sollte mir mit diesen Fässern helfen. Und der Spaß geht los. Gut, dass wir zwei... Das soll so rum, dass die da exorbitant viel Leben haben. Ja, da hinten ist Feldmann. Wir erstmal schalten, was gesehen dazwischen aus. Das Pulver gibt den Ochsenmenschen die Schuld. Das Pulver gibt den Ochsenmenschen die Schuld. So. Sag mir anders. Die Treppe ist sicher.
Wahl des Todes. Rachefeldzug. Ermorden. Zwillingsfangzähne. Und du bist immer noch am Leben. Wie um alles der Welt hast du das getan? Du. Du willst explodieren. Nein. Du willst explodieren. Neues Ziel dir. Exakte Schläge. Schmilzt ihn bitte schnell weg. Wenn er nicht in der Lage ist, dich zu buffen, ist es umso besser. Anders. Kannst du gerade was machen? Nein. Renn hier rüber. Du darfst nicht isoliert sein, ansonsten können wir dich nicht retten, wenn es schief geht. Du. Werde gelöscht. Ansturm. Anders. So. Den hier. Dann. Dann hier angreifen. Wir müssen noch weitere Quellen von diesen komischen. Da ist noch ein Stahlriegel entstanden. Aufgetaucht, wie auch immer. Da, hör auf. Wenn er mich reibt und das Gas auf. Da ist die nächste Stelle. Korrekte Frau, ja, lass das mal. Ich glaube, wir müssen einfach alles ermorden, bis wir die Stahlriegel zusammen haben. Wahrscheinlich geht es einfach direkt danach los. Ich glaube, wir sollten entsprechend immer sofort looten. Anders. Wir brauchen eine Gruppenheilung. Dringend. Bist du dir sicher? Schieß mal rein. Nächste Welle. Ich erkenne nicht unmittelbar irgendwo einen Kommandanten rumrennen. Ansturm. Ja, ein bisschen mehr Gas kann doch nicht schaden. Du. Du willst Platz. Wir müssen durch einen reinpfeifen. Okay, trink dir einen. Trink dir einen. Geh zurück auf deine Treppe. Und sei still. Ich glaube nicht, dass du weißt, was du da tust. Ich sagte, ich glaube nicht, dass du weißt, was du da tust. Nicht. Wer hätte es gedacht anders? Okay, noch ist keine Riegel aufgetaucht irgendwo. Wird noch mal die Mörder alle auf die Treppe. Haben wir irgendwo ein bisschen sicheren Boden? Da oben ist sicher. Bleibst in Bewegung, weil wir wissen, was das Primärziel sein wird. Halt ich mal selbst. Oh, jetzt sitzt schon ein bisschen böse. Da ist aber auch schon mal, er hat sich da verzogen. Da hier. Lyrentrank. Nein. So, Hawk. Mal des Todes. Rachefeldzug. Ermorden.
Danke. Und das ist der nächste Riegel. Hier ist der Bosski. Ah ne, da ist er getaucht. Darf ich den bitte... Da war gerade. Ich möchte Tachi machen. Lass mich Tachi machen. Da ist Tachi. Oh, wir kriegen so eine Pause zwischen Speichern. Daraus werde ich Toast schöpfen, wenn es vorbei ist. Weil wir so viel ermordet haben. Nächste Welle kommt wohl erst, wenn wir das nächste Teil schließen. Da oben hin können wir uns nicht wirklich zurückziehen. Wir gehen also das Gas was lösen, ziehen uns dann nach da oben hin zurück. Er hat gesagt, alles wird gut. Hat gesagt, wir töten ein paar, nicht alle, nicht alle. So, so. Hier ist Gas. Unglücklich. Kümmert euch zuallererst immer alle um einen. Einen nach dem anderen abarbeiten. So verhindern wir fürs Erste ein wenig überwältigt zu werden. Oh, wir haben noch... Ich glaube, wir haben noch einen Riegel, nicht wahr? Ich glaube aber nicht. Ich erzähle, beim Morden wir einfach alles. Wenn nichts mehr nachkommt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den Riegel reinsetzen können. Da ist der nächste Doktor, Kommandant. Mal des Todes. Rachefeldzug. Ermorden. Zwillingsfangzähne. Heilen. Hinterhältiger Angriff. Oh. Das ist gut festgestellt, mein Freund. Du. Das ist das Ziel. Für ein bisschen Gesundheit. Für ein bisschen Ausdauer. Exakte Schläge. Wir ziehen ab, schon los. Du hast noch für exakte Schläge. Greif ihn an. Immer schön direkt ausnehmen, weil ich mich, glaube ich, erinnere, dass wir keine großartige Loot-Option hatten. Oh, stopp, da hast du was zu looten. Ja, wir können sogar noch speichern. Einmal sicherstellen, dass wir nichts übersehen haben. Gut. Was wir übrigens noch atmen können, ist ein Wunder. Das ist euer Werk, nicht wahr? Seid ihr das? Sarah Hawk? Ihr habt Feinde. Hab ich das? Ich freue mich, dass ihr es seid, wirklich. Diese armen Leute. Ihr seid ein viel besseres Ziel. Hallo, Jere. Also, wollt ihr mir eure spezielle Art des Wahnsinns vielleicht erklären? Die Kunari rauben mein Volk. Meine Geschwister vergessen ihre Kultur und wenden sich dann dem Kun zu. Wir verlieren sie zweimal. Also habe ich mir Hilfe von euren Leuten geholt. Wir nehmen den Donner der Kunari, sorgen für einige Unfälle und schüren den Hass auf sie. Ach so. Aber das...
Das hier ist einfach falsch. Ist es das? Und dennoch war es euer Ziel, Menschen zu töten. Das ist überhaupt nicht lustig. Es kann immer noch funktionieren. Sie verstecken sich in eurer Stadt. Sie schüren den Zorn der Gläubigen und sorgen dafür, dass die Schuld auf die Kunari fällt. Meine Aufgabe ist getan. Ich brauche nur noch ein paar weitere Leichen. Nur noch ein paar. Ihr seid alle behindert. Dann morden wir sie mal durch. Die Elf-Fanatikerin. Du. Mann des Todes. Rache. Ermorden. Wir lassen gar nicht dazu, dass du auf irgendwelche dummen Ideen kommst. Lösch sie aus. Nein, 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 nein. Das ist nicht, was ich gesagt habe, was du tun solltest. Ich warte an, sich dort. Danke, abkratzen. Kannst du den bitte ausschalten? Der schießt auf uns dann anders. Anders, kannst du uns dann bitte einmal heilen? Bist du wohl hier? F-Fanatiker. Erstmal direkt ausräumen. Das Ende der Brüder. Hochwertige Lederrüstung. Formel Arkanes Gift. Ah. Fenris. Was hältst du von der Waffe? Hier, bitte. Ihr da. Ansturm. Es kommt immer noch eine Welle. Und er dachte, ich wäre schon so gut wie durch. Fenris, du wirst einen saufen wollen. Exakte Schläge. Das schmelzen wir ziemlich schneller durch. Anders gibt es gerade noch Heilung, richtig? Danke, Anders. Ermorden. Löschen. Ein Blut aufgetaucht, den wir kurz noch mitnehmen wollen. Bevor ihr ihn ermordet, einmal kurz schauen, ob Blut auftaucht. Taucht er nicht, verstehe. Dann so. Okay, wir können doch looten. Und auch Unrecht. Er muss davon erfahren. Ja. Herr Gattis. Nach und nach kommen auch die Überlebenden heraus. Hab Dank, Mr. Haben Leute überlebt? Wunder. So, gehen wir mal zu den Docks. Geben wir schon Bescheid und dann lege ich eine Aufnahmepause ein. Und dann gehen wir uns in der nächsten Aufnahme um seine komische Aufgabe kümmern. Schauen, was sonst gleich so alles anfällt. Ein Schiff für Isabella. Weiterkundigen. Schon eine Patrouille. Niemand hat Zutritt. Die einzige Ausnahme seid ihr. Warum habt ihr ihn so ein... Ich habe mich also hinsichtlich unseres Diebes getäuscht. Man gewöhnt sich daran. Es heißt, wir wären mit unserer Falle sorglos umgegangen und trügen deshalb die Schuld. Doch es hätte auch ohne das Sarkamek Tote gegeben. Diese Elfin war fest entschlossen, uns für irgendetwas die Schuld zu geben. Ich bewundere zielgerichtete Entschlossenheit. Doch eure Art hat sich wahrhaftig der Schwäche verschrieben. Sie hat gesagt, gestillt Elfen.
Sie war wütend, miterleben zu müssen, wie ihre Leute ihre Kultur verloren, indem sie die eure annahmen. Wir akzeptieren jene, die sich an das Korn binden. Die Schwachen suchen naturgemäß die Nähe der Starken. Aber das spielt keine Rolle. Es ist nicht unser Auftrag, jemanden zu bekehren. Ich bin hier, um eine Forderung zu erfüllen, die euer Verständnis übersteigt. Ich finde, das dauert jetzt schon lange genug. Es wird so lange dauern, wie nötig ist. Kein Schiff wird kommen. Es gibt keine Rettung vor der Pflicht gegenüber dem Kuhn. Ich sitze hier fest. Es war eure Entscheidung zu bleiben. In dieser ganzen Zeit hättet ihr euch sogar ein Schiff bauen können. Es geht hier nicht um ein Schiff. Dieser Abschaum hat uns bestohlen. Nicht jetzt. Nicht das Sakamek. Es ist Jahre her. Ein einfacher Akt der Gier hält mich hier fest. Keiner von uns kann nach Parwollen zurückkehren, bevor nicht ich allein wieder beschafft habe, was unter meinem Kommando verloren ging. Deshalb sind diese Elfin und ihre Schatten unwichtig. Deshalb lasse ich dieses Geschwür von einer Stadt nicht einfach hinter mir. Euer Chaos in Ordnung zu bringen, ist nicht die Forderung des Kuhn. Und ihr alle solltet dankbar dafür sein. Danke für eure Dienste, Mensch. Und nun geht. Wie ist mit Nein? Ich laber noch mit dir. Deine Nerven liegen blank. Der Vicon sollte davon erfahren. Ja. Stimmt, können wir dich noch was fragen? Ich werde den Irrsinn dieser Stadt nicht länger hinnehmen. Sicher? Meine Geduld ist am Ende. Hey. Meine Geduld ist am Ende. Sie wünschen sich Forderung, die sollen sie haben. Sie wünschen sich Forderung, die sollen sie haben. Ja, rück raus! Meine Geduld. Okay. Wünschen sich Forderung. Die sollen sie haben. Ja, der Arishok ist nicht zufrieden in der Gesamtsituation. Wir werden sehen. Fürs allererste allerdings gehen wir ins Anwesen zurück. Ein langer Weg, oh no. Noch eine Quest hat angefangen, wie es aussieht. Warum war die Dunkelstadt markiert? Ah, Evelyn möchte reden. Anders möchte reden. Ich sehe. Wir werden in der nächsten Aufnahme ein bisschen was zu reden haben. Speichern. Ah, und? Zurück. Während eurer Abwesenheit ist eine weitere Nachricht eingetroffen. Ihr findet sie auf eurem Schreibtisch. Lesen wir noch heute. Schreibtisch. Von Machia. Mr. Hawk, ich wollte mich bei euch bedanken, dass ihr meinem Bruder geholfen habt. Ich muss mir zwar sorgen, was die Templer Kieran antun könnten, aber er will es ebenso. Er ist euch dankbar, dass ihr ihn vor Sir Kallen verteidigt habt. Danke von uns beiden, Machia. Okay. So. Speichern. Echten Spielstand noch anlegen. Und damit würde ich sagen, liebe Gemeinde, bedanke ich mich fürs Zuschauen und der kleinen Aufnahme Dragon Age 2. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß bei allem Möglichen, was ihr auch anfangen mögt. Denn und Cheerio!